Meine Damen und Herren, der Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember eines jeden Jahres wird seit 1985 bereits von den Vereinten Nationen als internationaler Welttag der Freiwilligen für wirtschaftliche und soziale Entwicklung deklariert und seither als Tag des bürgerschaftlichen Engagements aller Freiwilligen begangen. Und das ist hier im Burgenlandkreis auch eine Tradition geworden, den Tag des Ehrenamtes am oder um den 5. Dezember herum zu begehen. An dieser Tradition möchte ich auch festhalten, allerdings eben mit einem etwas anderen Akzent. Das sehen wir ja auch an der Veranstaltung heute und an den Personen, die heute hier sind. Ich habe mir vorgenommen, diese Veranstaltung jedes Jahr in etwas kleinerem Rahmen und unter ein bestimmtes Thema zu stellen. Und das Thema für dieses Jahr ist eben das Thema die Pflege unseres kulturellen Erbes, die ehrenamtliche Denkmalpflege und die ehrenamtliche Bodendenkmalpflege. Es ist ja klar, dass wenn man in einem Gebiet, in einem Landkreis lebt, in dem dieser Welterbeantrag auf dem Weg ist, dass die Pflege des kulturellen Erbes eine ganz besondere Rolle spielt. Aber es geht auch heute nicht nur um dieses große, hochmittelalterliche und sicherlich sehr wichtige, sondern es geht eben auch um die Pflege des Kleinen und manchmal Bescheidenen im eigenen Dorf und in der eigenen Stadt. Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, heute ist der 5. Dezember 2014. Heute ist der Tag des Ehrenamtes und unser Landrat hat eine Veranstaltung durchgeführt im Landratsamt im Sitzungssaal. Wir wurden heute ausgezeichnet ehrenamtliche Bürger. Mir gegenüber steht Herr Tobias Mirsch. Herr Mirsch ist der Vorsitzende des Kunstvereines Naumburg. Habe ich das richtig ausgesprochen, Herr Mirsch? Herr Mirsch tut uns einen Gefallen und stellt gerade, wenn wir aus der Region Zeitz doch kommen, in den Kunstverein mal ein bisschen vor, Sinn, Grund und warum und was ein bisschen so der Grund ist und was man eigentlich ein bisschen vorhat, vielleicht für die Zukunft, Herr Mirsch. Ja, das mache ich gerne. Vielen Dank. Der Verein Kunst in Naumburg existiert seit 2002 und hat sich zur Aufgabe gestellt, regionalen Künstlern, also Künstlern aus Naumburg, aus dem Burgenlandkreis, eine Plattform zu bieten und regionale Kunstwerke in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Ja, und das machen wir jetzt recht erfolgreich. Wir führen im Jahr zwischen 8 und 12 Veranstaltungen durch zu Künstlern und Kunstwerken der Region mit einer sehr erfreulichen Resonanz. Das erstmal so im Allgemeinen und haben erfreulicherweise im nächsten Jahr doch eine etwas größere Veranstaltung vor, dass wir hier in Naumburg die ehemalige JVA, also Justizvollzugsanstalt, öffnen wollen. Also für alle die schon einmal oder gerne einmal in einen ehemaligen Knast, im ehemaliges Gefängnis hinein möchten. Das öffnen wir, weil dort ein großes Kunstgemälde platziert ist, 6x3 Meter, was 1855 gemalt wurde und bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich war, weil es verschlossen war, weil es ein Gefängnis war. Das öffnen wir im nächsten Jahr und führen dort eine Ausstellung durch Naumburg und die Düsseldorfer Malerschule. Das ist ja ganz toll und vor allem erfreut mich jetzt eins, wenn ich es gehört habe, ist zwar ein Naumburger Kunstverein, aber ich sage den recht deutlich, Sie unterstützen Künstler und fördern Künstler aus unserer Region. Selbstverständlich, ja. Ja. Wenn ich jetzt noch nachfragen kann, zu Kunst nur eine Kunstrichtung, ob Bildhauer, Maler oder sind Sie sehr offen in allen Bereichen? Nein, wir sind offen für jedwede Art der Kunst. Und das ist ja die Aufgabe eines Kunstvereins. Wir wollen uns da überhaupt nicht festlegen, überhaupt nicht positionieren. Bieten da jeden Künstler, ob bekannt oder unbekannt, eine Plattform. Und vordergründig natürlich den unbekannten Künstlern, die schon bekannt sind. Die brauchen unsere Unterstützung, da glaube ich nicht. Aber es gibt in der Region sehr viele Künstler, die da noch eine Aufmerksamkeit bedürfen, die gute Künstler sind. Und die unterstützen wir gerne mit kleinen Ausstellungen, mit verschiedenen Sachen. Veranstaltungen, in denen wir sie vorstellen und natürlich auch Kunstwerken, die hier da sind und die einfach noch verborgen sind, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Fantastisch, was Sie tun. Und Sie persönlich kamen zur Kunst, wenn ich fragen darf, wie? Ja, also ich kam wie die Jungfrau zum Kinde, wie man so schön sagt, zur Kunst. Ich selbst komme aus der freien Wirtschaft, betreibe das natürlich im Ehrenamt, deswegen bin ich auch heute hier.
und komme zur Kunst oder zum Kunstverein, weil ich dort Revisor war, zuständig also für die Finanzen innerhalb des Vereins. Und durch das plötzliche Ableben unseres ehemaligen Vorsitzenden habe ich quasi dieses Amt geerbt und habe aufgerufen, den Verein weiterzuführen, dass also nicht der Verein nun weg ist von der Bildfläche, sondern habe versucht, ihn am Leben zu halten. Das war mittlerweile vor 3 Jahren und wir sind auf einem ganz guten Weg und habe erfreulicherweise auch da viele Unterstützer und insbesondere Herrn Professor Klöppel und Herrn Siebert und natürlich auch das ganze Team, was uns da unterstützt. Und natürlich brauchen wir den berühmten Bauunternehmer und den Metzgermeister als Mäzen, den suchen wir schon noch. Das ist gut, dass Sie das ansprechen, Herr Treblow. Das ist leider in der Region noch nicht so verbreitet, dass man also Projekte wie Kunst, Kultur, aber auch andere Ämter und andere Vereine, wenn man erfolgreich am Markt ist als Unternehmer, auch entsprechend unterstützt. Weil das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein ganz großer Finanzierungsbaustein. Die Vereine haben keine andere Finanzierungsquelle, außer vielleicht ein paar Fördermittel, aber die sind ja bekanntlicherweise sehr, sehr rar und sehr knapp. Also wir brauchen da auch die Unternehmer im Boot. Wobei das ein Geben und Nehmen sein kann. Also die Unternehmer unterstützen uns finanziell und wir haben natürlich die Möglichkeit, den Unternehmern auch eine Plattform zu bieten. Die Unternehmen können auch innerhalb unserer Veranstaltung für sich ein bisschen Werbung machen und auch Gutes zu tun ist eine gute Werbung. Gutes für soziale Projekte, für kulturelle, künstlerische Projekte zu tun, das ist auch für den Unternehmer ganz wichtig. Das kommt auch, glaube ich, bei seinen Kunden dann ganz gut an. Herzlichen Dank für das sehr nette und kurzfristig angesetzte Interview. Gerne. Danke. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, ich habe heute Eberhard getroffen, freue ich mich richtig. Ein langjähriger Freund, so kann man schon sagen. Grüß dich, Eberhard. Grüß dich. Du hast einen Freund dabei, den Olaf Brückner. Und was schweißt euch beide zusammen als Freunde? Ja, uns schweißt zusammen das gemeinsame Interesse am Erhalt des Klosters St. Klaren zu Weißenfels. Klingt ja toll. Sagen Sie uns was zum Kloster. Ja, also das Gebäude steht seit über 10 Jahren leer in Weißenfels, ist eine städtische Immobilie und wir sind die Begründer mit des Vereins und haben uns zur Aufgabe gesetzt, dieses Objekt wieder ins Bewusstsein der Bürger zu bringen. Weil die meisten Leute kennen es nur als Polizeirevier von Weißenfels, aber es war ja mal ein ordentliches, schönes Klarissenkloster. Also praktisch ein Frauenkloster in Weißenfels, mitten in der Innenstadt. Und wir haben uns eben an die Fahne geheftet, das wieder zu erhalten, bewahren und wieder zu revitalisieren. Was treibt euch beide persönlich an, in der Freizeit solche Dinge zu unternehmen? Ja, Henry, das ist ein unglaublich geschichtsträchtiges Gebäude, eigentlich das geschichtsträchtigste Gebäude der Stadt. Es spiegelt 700 Jahre Stadtgeschichte wider, mit vielen, vielen Nutzungen. Das erste Gymnasium wurde gegründet 1664 durch Herzog August, das Gymnasium Illustra Augusteum. Es war ein berühmtes Lehrerbildungsseminar 70 Jahre lang, hatte viele, viele unterschiedliche Nutzungen und da habe ich jetzt die aktive Klosterzeit, die mit der Reformation in Weißenfels 1539, 1540 endete, die habe ich jetzt mal ganz weggelassen. Ja, seit 1301 sind dort also Nonnen tätig gewesen in diesem Kloster. Und da steckt also so ein unglaubliches geschichtliches Potenzial drin. Und das ist das, was uns treibt und was uns Mut macht, das der Bevölkerung nahezubringen, diese Geschichte. Die Stadt Weißenfels ist geschichtsträchtig insgesamt und im Mittelpunkt steht irgendwie sogar das Kloster. Ja, seit über 700 Jahren. Und das treibt uns an und dort wollen wir was machen und dort wollen wir vielleicht, da ist unter Umständen auch mal wieder eine Nutzung denkbar in diesem großen Objekt. Man merkt es euch richtig an, euch macht es Freude. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also kann man auch wirklich den Satz mal sagen, Ehrenamt, sinnvolles Arbeiten bereitet Freude und erhöht den Lebenswert. Ja, also meine Frau sagt, also, wenn er nicht zu Hause ist, dann weiß ich aus dem Kloster. Gute Sache. Dann danke ich euch. Gerne. Tschüssi, danke.